Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo. Immer wieder geht es um die Frage, habe ich durch eine Impfung möglicherweise ein Risiko für mein Herz? Viele Menschen haben nach einer Impfung das Gefühl, Druck im Herzen zu haben. Ist das nur eine psychische, eine ängstliche, eine nervöse Reaktion oder liegt wirklich etwas dahinter? Wenn Sie das wirklich wissen wollen, gibt es Untersuchungsmethoden, mit denen man das sehr genau erfassen kann. Und wie das geht, das sage ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran. Seit dieser Woche ist es ja nun möglich, ausgewählt, auch junge Menschen zwischen 12 und 15 Jahren nach Einschätzung der EMA mit den Covid-19-Impfstoffen zu impfen. Die STIKO sagt dazu ja nur ausgewählte Menschen mit wirklich schlimmen Vorerkrankungen. In Israel will man auch diese Jugendlichen impfen, obwohl man in Israel ja mit dem mRNA-Impfstoff festgestellt hat, dass sich die Rate von Herzmuskelentzündungen, überwiegend bei jungen Männern, auch bei Älteren, erhöht hat. Und in Veröffentlichungen wird von 5- bis 25-facher Häufigkeit gegenüber Nichtstun berichtet. In Deutschland ist es so, dass die Kardiologen auch rückmelden, dass nach diesen Impfungen sich nicht wenige Patienten bei ihnen vorstellen mit Druckgefühl im Brustkorbbereich in der Herzgegend. Und die momentan gängigen Untersuchungsmethoden führen zu einem unauffälligen Ergebnis, was ja beruhigend ist, was aber nicht heißen muss, dass wenn man sensitiver gucken würde, man doch genauere Ergebnisse bekäme. Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen folgendes diagnostische Konzept einmal erklären. Wir wissen, wenn es eine Durchblutungsstörung gibt, eine Mikrodurchblutungsstörung oder eine erhöhte Gerinnungsaktivierung, dass wir dann in der Regel die Dedimere erhöht finden. Das ist einfach und schnell messbar und es macht Sinn, einen Basiswert zu haben, also bevor man sich impfen lässt. Wir wissen, es kann Auswirkungen auf die Blutplättchen haben und da ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie sind die Blutplättchen, bevor ich mich impfen lasse. Man weiß, dass wenn das Herz betroffen sein kann, ich natürlich auch wissen muss, wie das Herz vor der Impfung war. Dafür habe ich das hochsensitive Troponin, das ist so sensitiv, dass es bereits bei einem Untergang von nur 50 Herzzellen bereits auffällig wird. Um das aber erfassen zu können, muss ich einen Basiswert haben. Und ich kann mir anhand des NT pro BNP einen Wandspannungswert abgreifen, der eine ganz breite Spanne hat, innerhalb dessen der als normal gilt. Und um das individuell abgreifen zu können, brauche ich natürlich auch einen Ausgangswert vor einer Impfung. Und wenn ich dann nach einer Impfung ein Problem habe, von dem ich glaube, dass es von der Impfung gekommen sein kann, dann könnte ich natürlich sehr einfach diese Werte einfach nochmal neu abnehmen lassen und die Veränderung sehen. Die 3D-Vektor-EKG-Untersuchung ist darüber hinaus noch eine sehr sensitive und sehr gute in dieser Ergänzung, in dieses Konzept hineinpassende diagnostische Möglichkeit, mit der man über diese 290 verschiedenen Vektoren sehr genau sehen kann, inwieweit auch vor einer Impfung möglicherweise bis dahin nicht erkannte Mikrodurchblutungsstörungen oder Ausbreitungsstörungen der elektrischen Impulse des Herzens vorliegen, wie man sie in einem normalen EKG nicht sieht. Und die künstliche Intelligenz, die hier hinterlegt ist, greift dann auch auf 270 untersuchte Post- und Long-Covid-Patienten zurück und greift auf eine Gruppe von Leistungssportlern zurück, die also durchaus von der Normalbevölkerung abweichende Werte haben, weil das Herz größer ist oder links verlagert ist oder eine andere Wandspannung hat oder aufgrund der Größe auch eine etwas andere Erregungsausbreitung hat und kann somit die Aussagefähigkeit dieses Testverfahrens noch etwas sicherer machen.
Und wenn dann wirklich Unterschiede auftreten zwischen erster und zweiter Messung, dann wäre gegebenenfalls eine Herz-MRT-Untersuchung, die natürlich sehr, sehr genau darstellen kann, was wirklich passiert und das risikofrei, sofern man denn ganz ohne Kontrastmittel arbeitet. Meistens nimmt man natürlich gerne eins, um Fibrosierung, also bindegewebige Veränderungen durch Entzündlichkeiten, also Mikrodurchblutungsstörung macht ja einen Infarkt, eine Entzündung macht eventuell eine entzündungsbedingte Narbe. Es gibt natürlich auch Autoimmunprozesse, die sowas entwickeln können, darstellen kann. Und das ist unter Zuhilfenahme eines Kontrastmittels besser und genauer darstellbar. Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt, dass es in Deutschland diese Häufung der Myokarditiden nicht sieht. Wenn Sie dieses diagnostische Konzept verfolgen, haben Sie natürlich eine sogenannte Pre-Screening-Methode gewählt, mit der Sie sehr früh erkennen, ob mit Ihrem Herzen irgendetwas vielleicht nicht in Ordnung ist und können dann auch sehr früh gegensteuern und fallen nicht erst dann auf, wenn auch wirklich der Blinde mit dem Krückstock feststellt, dass an Ihrem Herzen irgendwas nicht in Ordnung ist. Also während den Anfängen, die Impfung ist dafür da, Sie zu schützen. Und diese Untersuchung genauso. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen mit dem Herzen